Sehr schön. Jetzt haben wir ein Alt F4 am PC. Das ist gut. Ja, dann geht's jetzt weiter. Sind wir mal wieder in Moosbach. Jetzt geht's wirklich weiter dahin, wo Team Magma ist. Den reißen wir jetzt nochmal einen Arschi auf. Ich wechsle mal auf. Sumpex. Sieht gut aus, oder? Ist ein bisschen besser mit der Cam. Bisschen gesünder, ne? So, ab nach unten ins kühle Nass wieder. Mit ein bisschen Schutz. Und los geht's. Jetzt aber. Team Magma, was ist hier los? By the way, ich letztens so auf der Arbeit und mein Kopf so, hallo Leute, heute gibt's wieder eine Theorie für euch. Oh nein. Warum, Lucky? Wobei, ich bin ja fast zu farbig jetzt in der Cam. Zu, irgendwas ist zu kontrastreich. Zu hell. Ah, egal. So geht schon. Geht schon, geht schon. Was auch immer. Bin halt sehr farbenfroh heute. Frage ist, ist Marco Mario in echt tot? Ich zeige euch heute eine Theorie. Oh Mann, es ist so bekloppt. Ach ja, genau. Hier wäre es jetzt links von uns, auch so ein kleiner Krater. Als hätte da der Natur wegen auch ein Vulkan entstehen wollen. Oder da war einer, ne? Ist irgendwie auch süß gemacht. So, wir gehen hier kurz runter. Und dann ist hier nämlich noch ein Protein. Und unser Beutel ist voll. Scheiße. La 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 la. Scheiße. Okay, gut, dann halt nicht. Aber Marco Maro ist denn echt tot? Und nicht. Naja. Also, hier wäre die Tauchstelle, auf jeden Fall, mit dem Kaki-U-Boot. Team Magma, jetzt kommen wir. Hallo! Tiefseeforschungsboot 1 steht auf der Außenhülle. Das ist das U-Boot, das Team Magma in Garfield City gestohlen hat. Team Magma muss hier also an Land gegangen sein. Das ist so. Sieht voll cool aus. So, ab nach oben. Immer diesen vollen Beutel, frech. Ist wirklich so voller Scheiß. Tiefseehöhle! Und hier ist immer diese Team Magma-Musik. Selbst wenn die, glaube ich, weg sind, ist ja auch immer noch diese Musik. So, Tiefseehöhle. Hier brauchen wir ganz dringend Zertrümmerer und Stärke. Zum Glück haben wir das beides jetzt dran. Dann tun wir jetzt die Steine da weg. Ich glaube, hier war immer die Musik. Ich glaube, das war das Seltsame daran. So, einmal kämpfen. Auf geht's. Wir können hier keine Kinder gebrauchen. Geh nach Hause, sofort! How about now? Ja, ja. Team Magma mit einem Pfiffchen. Ja, geile Geschichte, oder? So, Sumpex. Lehmschelle. Ja. Schluss jetzt. Oh, Level 37. Oh, shit. Ja, ist Marco Maro tot? Lucky. Marco Nette Mario. Gegen dir. Ja, ein bisschen. Weil der Team Magma Boss heißt ja Mark. Es ist wahrscheinlich Marco Mario. So, komm, Kamau. 40 und 140 KP, auch irgendwie witzig. Taucher! Ich hätte gerne Kaskade. Oder wir brauchen ja auch noch Kaskade. Kaskade ist eine tolle Attacke. Ich müsste eigentlich Taucher dann fair lernen gegen Kaskade. Ja, nee, doch nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, doch, eigentlich schon. Wenn wir das Rätsel machen, dann brauchen wir Taucher. Dann können wir auch auf Relikant oder so stopfen. Ich will nach Hause zu meiner Mami. Du Heulsuse. Ich möchte befördert werden. Da kann ich all die Rübel. Da kann ich all die Rübel herumkommandieren. Ja, alles klar. Aber du gerade hast noch geheult. Also, wir müssen hier hoch. Und dann haben wir hier ein lustiges Rätsel. Ich gehe jetzt direkt den Weg, ja? Ich nehme keine Umwege und ziehe über los und ziehe $200 an. Okay, komm, gegen dich kämpfe ich noch. Habe ich jetzt irgendwie Bock. Dieses U-Boot, das ist sehr eng. Ich habe deshalb überall blaue Flecken.
Okay. Wie viel hat er da reingepfercht in die Dose? Come out. Wolf, das ist nicht nur eine nette Gegend hier, das ist eine krasse Gegend hier. Wirst schon sehen. Uns erwartet hier schon was Interessantes in dieser Höhle. Ne? Warum ist Team Magma nämlich hier unten in dieser Höhle? Warum sind die hier? Verlieren verursacht Muskelkarte. Ist das so? Das Umu, das wir aufgetrieben haben, ist fürchterlich eng. Brutal eng, sage ich. Man stößt sich über den Kopf. Warum ist die Magma hier? Das werden wir bald herausfinden. Hops, rein da jetzt. Also, das lustige Steinrätsel. Was hier weniger eins ist. Ich glaube, ich musste nach links. Ja, das ist, glaube ich, richtig. Da musste ich, glaube ich, hier hoch, oder? Also, nee, ich musste das wegmachen. Und ich glaube, ich muss nach links. Hier gibt es viele verschiedene Höhleneingänge. Das ist so das Problem ein bisschen. Ich glaube, wir müssen... Hier sind nämlich jetzt zwei Eingänge. Ich glaube, wir müssen nach links, glaube ich, ja. Das müsste stimmen. Perfekt. Jetzt haben wir hier noch ein Kackrätsel mit einer Tiefseeströmung. Da müssen wir, glaube ich, nach rechts. Wir müssen in die Mitte. Weil hier wäre jetzt auch ein Höhleneingang, aber der ist fake. Ich glaube, wir müssen so rein. Das war's nicht? Nein! Das war's nicht? Oh, die Höhle war fake und der Eingang war richtig. Ich bin schon wieder drauf reingefallen. Scheiße. Ich glaube, da falle ich immer drauf rein. Oh, krass. Ach, das war's nicht. Shit. Ich glaube, jedes Mal. Na ja, gut, aber ihr seht schon, dann kommen wir wieder zurück, nämlich, ne? Zum Eingang. Ist auch voll der Kack. Geheimnisvolle Mächte sind hier am Werk. Es ist auch sehr seltsam hier mit diesen Rätseln. Das ist keine gewöhnliche Höhle. Vielleicht möchte irgendetwas nicht, dass man tiefer in dieses Labyrinth da kommt, so. In die Höhle hier, ne? Ich meine, das Ding heißt auch Urzeithöhle. Irgendwas ist da. So, dann in dem Fall. Gehen wir halt da lang. Dann ist es halt hier. So, dann haben wir das Kackrätsel. Oh Gott. Ja. Was war unten? Also wir müssen hoch, aber was war unten? Hä? Noch ein Strömungsweg. Ha, egal. Also. Ja, wir müssen ja die nur irgendwie beiseite räumen. Achso, ja. Einfach so. Zack! Wie bist du uns ohne U-Boot gefolgt? Was für ein bemerkenswertes Kind. Aber das berechtigt dich nicht, hier herum zu schnüffeln. Jetzt kann ich dir die Sache vom Klimainstitut heimzahlen. Ich gebe dir eine Lektion in Sachen Schmerz. Pass gut auf. Ach du schon wieder. Ah. Magma-Vorsitzende Jördes. Aha. Die das Formio klauen wollte. Surfer, Lehmschuss, auch okay. Ja. Krass. Hm. Und Level 41. Und dann haben wir noch ein Magnaien. Nein! Nee, bitte nicht! Magnaien! Hm. Surfer. Spül es weg. Spül weg den Köder! Super! Grimasse, ja, das ist jetzt irgendwie auch lustig. Ja, Initiative sinkt stark. Ah. Und dann kommt er mit Angeberei, das ist sogar klug. Ha!
gespannt. Komm, Sumpex. Schaffst du schon. Ach ja. Ah, es geht daneben. Aha. Gut. Nama, du bist dran. Bodycheck. Hm. Oh, krass. Mächtige Kacke. Ruckzuckhieb. Auf geht's. Weg ist es. Ja, aua. Ja. Du bist unglaublich stark. Es ist verdammt schade, dass du kein Mitglied von Team Magma bist. So könntest du an der wunderbaren neuen Welt, die unser Boss seinen Leuten versprochen hat, teilhaben. Ja, nee, lass mal, ne? Ich bin lieber der Gute. So, jetzt, das ist auch ein fieses Rätsel. Das heißt, wir haben es auch fast geschafft. Hier müssen wir jetzt noch durch. Werde ich mich dieses Mal verbauen? Eigentlich so. So und so. Perfekt. Da sind wir. In der tiefsten Höhle der Höhle. TM26. Erdbeben? Erdbeben, oder? Oder? Ja. Nice. Okay, ja, wir sind ja gut aufgestellt eigentlich. Nur Name hat ein bisschen was abgekriegt, aber nicht so viel. Einmal heilen. Und dann wird's hier jetzt wichtig. Deswegen müssen wir hier speichern. Und dann geht's los. Jetzt passt mal auf. Oh, das ist ja auch rötlich, super interessant. War hier was? Nö. Oh je. Oh, da ist ja Lava. Aha. Da ist es. Da ist es. Wer schlummert denn da? Wen haben wir denn da? Erkennt ihr es? Das ist das da. Das ist der Grudon. Der Grudon schläft da. Ich habe einen Grudon gefunden. So, schauen wir mal. Bleib sofort stehen. Das ist eine Kartoffel. Oh mein Gott. Richtig, Dark. Aha, wir sind vor Mark hier. Du warst das also die ganze Zeit. Schau nur, schau nur. Das ist die Kartoffelprinzessin. Das ist ein Stein. Oh Mann. Schau, wie schön die schlafende Gestalt des antiken Pokémon Kartoffelprinzessin ist. Grudon. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Es überrascht mich, wie du es geschafft hast, mir zu folgen. Aber das ist nun alles Nebensache. Damit meine Träume wahr werden, musst du leider verschwinden. Noch einmal kämpfen wir gegen Mark. Marco Mario tot. Magma Boss Mark mit Magnaien. Level 41. Das wird interessant. Wir sind ungefähr ja gleich stark jetzt. Okay, Taucher. So. Da stehen wir vor dem Grudon. Einfach in einer Unterwasser-Urzeithöhle, ne? Voll interessant. Ist es selbst da innen oder haben es Menschen dorthin verbannt? Die Frage ist, mag Tomatenmark? Oh mein Gott. Wahrscheinlich schon. Ja, er trägt ja auch rote Kleidung, oder? Vielleicht, er liebt Tomatenmark wahrscheinlich. Oh mein Gott, Wolf. Hier, da muss ein Lacher raus. Kann ich nicht, warum nicht? Kann ich schreiben? Kann ich lesen? Hier, da muss, hier, das ist so. X-Bud, sehr cooles Pokémon. Mag ich sehr gerne. Wieso heißt es X-Bud? Bestimmt nicht, was wie ein X aussieht, ich glaube nicht. Mann, es hat uns verwirrt. Es hat sie verwirrt, selbst verletzt. Komm schon, Voltenso, du schaffst es. Schreck zurück.
schreckt zurück. Junge, was ist jetzt los? Ah ja, toll. Oh mein Gott. Das war aber hier ganz schön eng. Hätte sich jetzt selbst verletzt, wären wir gestorben. Ciao, X-Bad, ne? Boah, das war böse. Das war sehr böse. Kamerupt. Ja, raus da. Sumpex, los geht's. Das kann doch kein X-Bad sein, weil es ist kein X-Parasit. Die gibt's nur in Metroid Fusion. Das Sex-Virus. Was? X-Parasit, lol. Erdbeeren. Das geht nicht, weil ich tauche. Sehr gut. Das haben wir super hingekriegt. Super geil. Voltensi wäre zwar fast verreckt, aber hey. Wir haben es geschafft. Nicer Fight. Ich. Oh, du hast recht. Ich mag wirklich Tomatenmark. Aber ich habe schon wieder verloren. Ja, in der Tat. X-Bad kommt ganz klar von Wombat. Richtig. Ich empfehle mich. Ich muss sagen, hier fliegt eine Fliege rum, Mann! Du bist wirklich sehr talentiert. Aber ich habe dieses hier in meinem Besitz. Mit dieser blauen Kugel kann ich Grudon... Die blaue Kugel beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Oh je. Grudon hat Fliegen eingesetzt. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Die blaue Kugel. Warum? Wo ist Grudon geblieben? Hä? Dies ist eine Nachricht unserer Mitglieder draußen. Ja, was ist denn jetzt los? Die Sonne scheint? So extrem? Ja gut, genau darauf habe ich gewartet. Deshalb haben wir Grudon erweckt, um Team Magmas Vision von der Erweiterung der Landmassen zu realisieren. Was? Es ist heißer, als wir es vorausgesagt haben. Die Hitze ist sogar gefährlich? Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Bleib, wo du bist und behalte die Situation im Auge. Irgendetwas stimmt da ganz und gar nicht. Die blaue Kugel sollte Grudon aufwecken und unter Kontrolle halten. Aber warum? Warum ist Grudon verschwunden? Warum? Team Aqua? Was hast du da nur heraufbeschworen? Mark, du hast Grudon aufgeweckt, stimmt's? Was wird nur aus der Welt, wenn die Sonne bis in alle Ewigkeit mit dieser Kraft scheint? Die Meere werden austrocknen und verschwinden. Was sagst du da? Die blaue Kugel sollte mir die Kontrolle über Grudon verschaffen. Das kann einfach nicht wahr sein. Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Geh nach draußen und sieh es dir selber an. Sieh, ob das, was du heraufbeschworen hast, das ist, was du wolltest. Briggs, komm, du musst ebenfalls von hier verschwinden. Aha. Was ist passiert? Was für ein furchterregendes Szenario! Habe ich einen schrecklichen Fehler begangen? Ich wollte auch nur... Begreifst du es nun, Mark? Begreifst du nun die schrecklichen Folgen deines katastrophalen Traums? Wir müssen uns beeilen. Wir müssen etwas unternehmen, bevor die Situation völlig außer Kontrolle gerät. Briggs, wir, Team Aqua, verfolgen Team Magma schon lange, weil wir dies verhindern wollten. Du warst uns eine große Hilfe. Aber ich fürchte, das Schlimmste ist passiert. Für ein Kind wie dich ist die Sache viel zu weit gegangen. Überlass die Sache uns und lauf weg, solange es noch geht. Das ist ja unglaublich. Ein super antikes Pokémon. Seine Kraft ist unglaublich. Es hat das Gleichgewicht der Natur verändert. In der Tat. Huch, Troy? Briggs, was geht hier vor? Oh, das ist schrecklich. Wenn das nicht aufhört, wird ganz Höhen. Nein, die ganze Welt wird vertrocknen. Die strahlende Sonne steht über Xineroville? Was um Himmels Willen geht dort vor? Es bleibt keine Zeit für Spekulationen. In Xineroville erfahren wir mehr. Briggs, ich weiß nicht, was du vorhast, aber tue nichts Unüberlegtes. Okay, ich gehe nach Xineroville. Wie interessant, weil das so ein das mit der Sonne ist jetzt irgendwie so allgegenwärtig, ne? Weil Klimaerwärmung, dies, das und so. Auch irgendwie interessante Thematik gerade. Sehr präsent, sehr aktuell gerade. Also auch interessant, ja. Das ist der einzige Grund, warum ich an Höhen zu bemängeln habe, wie dumm die Bösis sind. Ach, geht schon.
Das ist schon okay. So blöd finde ich es gar nicht. Ich fand die Story eigentlich schon immer ganz gut eigentlich. Nur hat er sich halt verzettelt. Nicht die blaue Kugel, sondern die rote Kugel. Lässt Grudon... Herrschaftszeiten, diese Fliege, ey. Kontrollieren und so. Ach ja, den Sound habe ich ja nie gehört, da ich nie Rubin hatte. Ich finde ihn richtig gruselig. Der ist wirklich schaurig. Das ist Versprungfeder. Der ist wirklich ein bisschen seltsam, skurril, schaurig. Aber ich muss sagen, es ist zwar jetzt ganz cool gemacht, dass jetzt alles so hell leuchtet und so hell ist und die Musik vollständig gruselig ist, aber auch hier muss ich sagen, das ist nett, aber in Pokémon Saphir funktioniert diese ganze Thematik wegen Weltuntergangsszenario, was es ja jetzt nun mal ist, viel besser durch Kyogre. Hier schlummert ja dann in der Urzeithöhle Kyogre, das Gegenstück, ja. Und das lässt es ja dann regnen mit der Fähigkeit Niesel. Und dann ist hier ein gigantischer Regenschauer, auch mit einer anders schaurigen Musik. Aber da kommt das Szenario viel besser rüber, weil das dann einfach ein komplettes Unwetter ist. Das spürt man einfach besser. Das funktioniert einfach besser auch wieder in Saphir, finde ich. Dieser Sonnenschein, ja, okay. Das Bild flackert jetzt ein bisschen, ne? Aber wenn es komplett regnet und voll fettes Unwetter ist und die Musik harmoniert auch besser, ist krasser. Hier ist es okay, aber es ist trotzdem, ja, es ist natürlich eine große Katastrophe. Die geht übrigens ungefähr bis Seekrass Swip City, glaube ich. Ich habe das schon mal abgecheckt. Es ist noch nicht über Ganzhöhen, was ich auch immer ein bisschen schade finde. Hier ist es auch so, aber ich glaube, es interessiert niemanden hier, ne? Ja, es interessiert niemanden. Bei dem roten Pokémon die blaue Kugel und beim blauen Pokémon die rote Kugel. Macht mega Sinn. Ja, ne? Total. Komplett blöd. Genau, hier hört's auf. Hier hört's leider schon wieder auf. Und das fand ich immer so ein bisschen schade. Es hat sich zwar schon super weit verbreitet, ja, aber ich fand's echt schade, dass es nicht schon in Kompletthöhen ist, oder? Ich weiß nicht, ob es sogar... Geht's noch bis Flossbrunn? Ja, es ist also gigantischer, heller, gleißendes Sonnenlicht. Ja, auch hier nicht. Grudons Fähigkeit heißt Dürre. Also es ist wirklich so heftig, dass es hier wirklich alles dann austrocknet. Also droht zu, dass es austrocknet, alles bla. Es geht leider nicht mal bis Flossbrunn. Das ist wirklich schade. Gerade so 50 Grad im Schatten, der Typ so, ja, ich komme aus Kanto. Echt so. Bestimmt 50 Grad im Schatten, safe. Der so, ja, hallo, ich komme, hallo erstmal, ich komme aus Kanto. Boah, ja echt, die Fliege jetzt, die nervt mich. So, Pokémon geheilt. Ja, das Unheil ist darauf beschworen. Und hast du auch was dazu zu sagen? Am Raumfahrtzentrum auf der Insel werden große Raketen gestartet. Meine Kleidung schmilzt dahin, aber egal. Aber es ist eine echt Gruselmusik. Schon schaurig, eklig gemacht. Was ist, wenn man surft? Dann ist es auch nicht so, oder? Die Musik bleibt. Die Musik bleibt. Genau. Genau, aber ich fliege jetzt direkt nach Xeneroville. Weil ja. Ich glaube, irgendwo stand halt mal, dass wenn das länger gehen würde, würde es langsam ganz Höhen in Sonnenlicht einhüllen. Also, aber wenn, dann müsste auch wieder wahrscheinlich die interne Batterie funktionieren, wenn das Tagesding abhängig wäre. Aber ich denke, dass, ich dachte, das habe ich mal auch ausprobiert. Und dann einen Tag später oder so reingeguckt, aber es war gleich. Also mir ist die Info nicht bekannt, dass das jemals ganz Höhen einnehmen würde. Wäre ein geiles Detail, aber habe ich selber jetzt so nie mitbekommen. Wäre natürlich cool. Und ich denke, da müsste auch wieder die Batterie dann dafür funktionieren, wenn dem so wäre. So, hier sind wir. Es hieß ja, in Xeneroville ist irgendwas. Achso, nee, nee, von der Story her möglich im Game nicht. Achso, ja, das von der Story sowieso. Ja, ja. Hieß es ja gerade quasi. Es würde nicht nur Höhen einnehmen, sondern dann auch die ganze Welt würde irgendwann vertrocknen. Ja, von der Story schon. Aber ich verstehe ja, es ist halt schade vom Detail. So, es wäre nämlich wirklich cool, trotz alledem. Sagen wir mal, ne, du wartest ein paar Tage. Wirklich, wenn die Batterie noch funktioniert. Und dann würde es sich immer weiter verbreiten. Das wäre ein geiles Detail gewesen, aber... Ja, ja. So,
Ja, wir müssen jetzt hier hoch. Oh Gott, ich muss vor allem was machen. Ich muss was verkaufen. Ach, der hat ja nichts Tolles. Doch, Hyperbälle, ganz viele davon. 15 kann ich kaufen. Ich habe das Gefühl, das brauchen wir auch. Verkaufen. Und dann kommt eine Cutscene, wenn du zu lange wartest und alle sterben. Genau, wie in Majora's Mask. Der Mond bricht auf die Erde und so. Ich verkaufe alle. So. Sternenstück. Und Riesenperle. Das wäre auch irgendwie witzig. Alles stirbt. Dann nochmal was kaufen. Nochmal, ich mache jetzt einen auf Hyperbälle. Ist ja auch egal. Nochmal 15. Dankeschön. Ein paar Hypertränke oder was? Danke. So, Vorbereitungen abgeschlossen. Herrschaftszeiten, die Fliege.